Das Living Picture ist das lebendige Magazin für Performancekunst und Design. Und es hatte seine allererste Ausgabe im April diesen Jahres im Kubus Export am Lerchenfelder Gürtel. Und das Ganze soll in Zukunft 4-mal pro Jahr stattfinden, wie eine Magazinausgabe Herbst, Sommer, Frühling, Winter, landesweit. Es wurde in einem Performance-Festival-Rahmen veranstaltet, deswegen habe ich auch das Programm wie ein Inhaltsverzeichnis eines Modemagazins gemacht, mit der Living Picture Cover Story, die ich eingereicht habe. Dazu passend von John Miller und Richard Höck eine Rauminstallation, in der eine Schaufensterpuppe entfremden wollte, beziehungsweise ein Schaufensterbild und eine Puppe kopfüber gehängt hat. Und somit das Frauenbild aus dem Lot gekippt hat. Es gab dann noch Ausschreibungen, wo Studenten teilgenommen haben, die mit den Schlagwörtern Performance Festival rund um die Themen Natürlichkeit, Persönlichkeit, tagtägliche Selbstinszenierung und Verschmelzung mit dem beworbenen Produkt. Und da habe ich von 30 Bewerbern 4 ausgesucht. Miss Universe, die hat sich dargestellt wie eine Barbie-Puppe im Kubus Export mit Mimik und Gestik und 2x2 Männerteams, 2 Performer, die davor hatten so körpereigene Gesichter, waren blind im Raum und haben einen Raum dargestellt wie ein Büro oder Wohnraum im absoluten Business-Look und haben sich durch den Raum getastet. Und die beiden waren Show-Ikonen, die in hautenger Kleidung, hohen High Heels, 2 Meter groß, mit riesengroßen Luftpölstern eben Show gemacht haben. Also Catwalk gehen, Posen setzen, singen. Und das war grotesk von Richard Höck und John Miller. Ein bisschen außerhalb des Programms ist dann später dazu gekommen Stefanie Koscher mit ihrer Performance, in der sie auf schamanische Art und Weise eine Netzwerkverkabelung auf dem Boden aufgebaut hat. 2 Laptops, ein Handy, das Ganze online und im Kubus während der Performance hat sie sich selbst dargestellt in dem Moment. Zum Grundkonzept habe ich eingereicht für den Kubus die Idee, ein Bild beleben zu wollen und habe mir als Bildvorlage ein Modemagazin gewählt und hatte dafür dann 2 Frauenbilder, die ich darstellen wollte. Das eine war eine Hausfrau mit Perlenkette, Haushaltswünsche, Haushaltsprodukte und auf der anderen Seite das Thema Madonna, Twilight, Vampire, traurige Gestalten. Und das war dann die Coverstory, das Frauenbild. Also ich hatte eine Performerin, die ganz oben steht in der Bildmitte, 2 Kameras, die das aufgenommen haben. Der Raum war dargestellt wie ein Modemagazin mit Kolumne und Text. Und es gab das Covergirl. Das Covergirl ist dargestanden wie eine Puppe, hat ihren Job ganz gut gemacht, indem sie, auf dem Video sieht man es ganz gut, wirklich still dasteht und sie hatte die Anweisung, das begehrte Objekt zu sein, das ich als Performerin sein möchte. Also ich habe sie kopiert, angesehen und wollte genau das begehrte Stück sein, das ich in einem Modemagazin sehe, das Kleid, der Schmuck. Das Kleid ist von, das Covergirl trägt, ist von Susa Kreuzberger, die arbeitet mit so ganz langen, fallenden Stoffen in Schwarz und Weiß. Und das Accessoire, die Ketten, passend zum Thema traurige Gestalten mit Totenköpfen von Elena Mitzewa. Also hier oben ein Anhänger und die Kette. Und das Covergirl war eben ganz verhüllt in ihre Brille, in ihren Schal, in ihre Kleidung, in ihren Schmuck, in alle ihre Produkte. Und in der Performance gab es einen Moment, in dem die Performerin schlussendlich dem Covergirl die Sonnenbrille abgenommen hat, sich die aufgesetzt hat aufs Gesicht und damit rausgegangen ist. Also sie hat das Produkt, das beworben wurde, sich angeeignet. Und was dabei herauskam, war für mich Persönlichkeit. Die Finissage von Jessica Hauser war die, ich finde, stärkste Arbeit. Jessica Hauser hat sowohl den Film zu der vorhergehenden Performance gemacht, als auch selbst performt und eine Rauminstallation in den Kubus Export aufgebaut. Und sie hat sich von 19 Uhr an beginnend bis zum Ende, also 23.30 Uhr ungefähr,
in dem Raum betrunken. Sie hat sich vorgestellt, sie ist auf einer Finissage, auf einer künstlerischen. Sie hat dazu eine Bar aufgebaut. Die Gäste, die da waren, hatten dieselben Getränke wie sie drinnen und eine Toilette, weil sie dort längere Zeit war und getrunken hat. Also sie ist da drinnen zur Musik in weiterer Folge dann getobt und hat sich im Raum eigentlich bewegt. Wir haben uns alle verliebt in sie. Also hier sieht man nochmal in der, die Toilette spiegelt dann nach draußen, genauso wie die Bar. Also sie hat das mit der Rauminstallation toll gemacht, schon im Vorfeld. Und was am Ende dabei herausgekommen ist, als wir das Licht abdrehen mussten, weil sie sonst weitergemacht hätte, sehen wir gleich. Dum, 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 dum. Also ein ganz natürliches Bild, das genauso gut jeder von uns erleben konnte oder könnte. Oder für mich wirkt es ein bisschen wie in einer CSI-Folge, was ist hier passiert. Also sie hat eben ihre Persönlichkeit aufgezeigt, indem sie sich betrunken hat, stundenlang. Und hier noch die letzten Seiten des Magazins. Mit herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Den Text, die Kolumnen hat Olivier Hölzl aufgebracht. Wir hatten permanent Unterstützung in Form von Transporten, musikalischem Equipment und von Mary Figelzavus hat das Ganze überhaupt möglich gemacht. Und das ist die letzte Seite meines Präsentationsmagazins mit mir als Veranstalterin neben Grotesk. Und oben ist der Leitspruch eigentlich, das waren zwei Kolumnen auf dem Kubus nach Layout eines Magazins mit dem Inhalt, ich glaube an die heilige Selbstdarstellung, ich glaube an mich, betet für mich. Dankeschön.